sind wir auch wieder. Steam-Benachrichtigungen sind ausgeschaltet. Oh, ich habe noch einen gesund. Gut. Die sollten uns jetzt nicht mehr stören, hoffe ich. Und dann geht es auch gleich schon weiter. Ich folge jetzt einfach mal der Brücke. Mal sehen, wo uns der Weg als nächstes hinführt. Okay, hier können wir auch wieder untersuchen. Das Untersuchen scheint mir so ein bisschen auch so übernatürlich zu sein. Vielleicht, ich hoffe, das wird später noch erklärt, warum. Also wir haben hier vorne Blut. Ist schon mal nicht so schön. Wir können das Ding hier betreten. Ich untersuche hier vorne erstmal. Blut, Tier, Mensch. Unfall, Mord. Kurbelwelle. Guter Punkt. Frische Kratzer, kürzlich benutzt. Kurbel. Halten. Ah. Jetzt wird uns anscheinend angezeigt, wo wir die Kugel zu finden haben. Ah, sie liegt anscheinend unten am Wasser. Gut. Also man konnte das da hinten sehen, das heißt, sie wird wahrscheinlich da vorne am Wasser liegen. Ich glaube nicht, dass wir nochmal zurückrennen müssen. Betreten das Ding nochmal. Gucken, was es hier so vor sich geht. Okay, vor zurück. Okay, könnte ich mir denken, dass sich da nichts bewegt? Und ausschalten. Na gut, sieht auch nichts. Ey, diese Liebe zum Detail finde ich halt auch total geil. Ist schön alles ausmodelliert. Echt wunderschön. Schreiten wir mal fort. Ich vermute mal stark, dass wir mit dem Ding noch was machen müssen. Gucken wir hier weiter. Sieht fast schon nicht so aus. Nee. Okay. Also das Spiel ist auch ziemlich Open World mäßig gestaltet. Man hat wirklich, die ganze Welt ist, soweit ich weiß, frei betretbar. Das heißt, ich könnte zu jedem Zeitpunkt wieder komplett zum Anfang zurücklaufen. Hier scheint es irgendwie runterzugehen. Super Baum. Folgen wir einfach mal erstmal den Weg. Sogar den Bahnschienen so ein bisschen. Weil ich will ja auch herausfinden, was mit dem Zug dahin passiert ist. Wenn da überhaupt Blut drin ist. Hier. Ah, Seil. Fesseln? Gebunden? Kein Blut. Wie kommt er auf Fesseln? Ja, es ist ein Seil, das ist mir auch klar, aber wie kommst du auf Fesseln? Gut. Noch mehr Blut. Und Beine. Oh, ein toter Körper. Da vorne. Zwischen dem Gras. Hm, nicht lecker. Rest der Leiche. Hab schon gesehen. Blutspur. Opfer weggezerrt, weggekrochen. Jawohl, er wegge. Weggezogen. Ich würde schon fast eher sagen, weggezogen. Vorbei. Ich weiß ja nicht, wie es mir gehen würde, wenn man meine Beine abschneiden würde. Ich würde einfach schon mal zur Leiche gehen. Oh, was steht da? Under Construction. Aha, anscheinend wird noch gebaut. Gut. Guten Tag, der Herr. Blut von Beinen, Blut von. Jetzt wird wohl sein Blut sein, ne? Todesursachen, Blutverlust, Kopftrauma. Berühren. Also wenn ich noch nicht Todesort mit Zeit zerfressen. Okay. Also es sieht so aus, als könnte ich bei ihm ähnliche Dinge machen, wie ich gerade gemacht habe mit dem Fallen. Nur, dass ich jetzt andere Sachen, andere Dinge finden muss. Die Bahnstrecke noch entlang gehen. Okay.
Okay, wir haben einen Benzinkanister und wir haben eine kahle Stelle. Ist das richtig? Also nicht kahle Stelle, aber schon deutlich heller als das Gras drumherum. Okay. Nur das Gras. Ja, ist das, was ich meinte. Gott, rechteckig. Block von der Brücke. Das kann. Wow. Ah ja. Wir können jetzt uns hin und her bewegen. Und da, wo die Wörter sich sehr stark sammeln, werden wir das Objekt finden, nach dem wir suchen. Ich habe jetzt verpennt zu halten, aber hätte ich jetzt die Maus gehalten, wäre uns die Lok von da hinten nochmal angezeigt worden. Benzin, Diesel. Fallen gelassen. In der Eile. Ich würde ja schon eher auf Diesel tippen. Ich glaube nicht, dass eine Lok Benzin benutzt. Ich glaube eher weniger. Ich glaube, es ist eher Diesel. Okay. Ja gut, ich sollte mich vielleicht nicht in die Textur stellen. Anscheinend will man auch nicht, dass ich hier weiterlaufe, oder? Nee, irgendwie nicht. Also die unsichtbaren Wände hätte man auch schöner gestalten können. Oh Gott, hier schon wieder ein Waldstück. Versuchen. Okay. Stein. Stein, Stein, Stein. Ja, da ist schon gut. Ah, es sind Stein. Stein? Was von Stein? Wo? Was? Wann? Wer? Da oben? Nehmen einen Baumstumpf. Okay, direkt an der Bahnstrecke. Da vorne, ne? Ach, hier. Ich dachte erst, es wäre eine Fußspur, aber das scheint ein Steinabdruck zu sein. Okay. Tü-tü-tü. Vorne irgendwo? Ah, hier. Baumstumpf. Stein. Also es sieht sehr so aus. Jo, nehme ich den Stein einfach mit. Gut. Sieht sehr so aus, als hätte einer ihm da einen auf die Mütze gegeben. Berühren. Sind wir weiter? Reicht es? Es reicht anscheinend nicht. Ich will jetzt erstmal eben die Kuh besuchen. Die müsste ja. Das Ding ist relativ open-world-mäßig aufgebaut, aber manchmal erkennt man schon, wo einen das Spiel hinführen möchte. Das war hier den Berg runter. Irgendwie. Da hinten ist eine Hütte, die konnte man auch schon von der Brücke sehen. Typ, 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 typ. Ist hier irgendwas? Was Besonderes? Also ich nehme mal an, die Kugel wird hier unten irgendwo zu finden sein. Was der Geräusch ist, ist ja schön. Hier unten ist auch die Kugel. Aber ich hoffe, das klärt sich noch, aber meine Frage wäre gerade, wie kommt die Kugel von da oben, vom Zug, hier runter? Das ergibt gerade für mich wenig Sinn. Also es ist auf jeden Fall die Kugel, die am Zug war. Mit Blut. Da oben geht's auch wieder hoch, aber ich werde jetzt einfach mal zu Lok rennen. Das ist das Einzige, was ich jetzt machen kann, zu Lok rennen. Oder ich gehe den Weg weiter, aber ich möchte den Weg noch nicht weitergehen, weil wir ja hier offensichtlich noch Rätsel zu lösen haben. Okay, das bringt noch nicht so viel. Dann würde sagen, wieder ab zurück zu Lok.
Ich nehme mal an. Kurbel. Oh Gott. Oh Gott. Ha! Doch leichter als gedacht. Und ich nehme mal an, ich werde die jetzt da hinstellen müssen, wo sie vorhin stand. Nach vorne? Oh, ich kann wieder nach vorne. Ich glaube nicht, dass ich nach vorne will. Ich möchte es jetzt gerade auch nicht ausprobieren. Nicht, dass die Brücke zusammenbricht und ich mich dann nochmal so hart erschrecken. Wäre nicht so geil. Habe ich gesagt, wann ich richtig stehe? Reicht das? Ich falle noch ein bisschen nach hinten. Noch so ein Meter. Auch schon. Hoppa. So. Das Spiel speichert. Steht so ziemlich perfekt da jetzt. Komme ich jetzt mit ihm hier weiter? Ich kann die Kurve wieder drehen, aber wofür sollte ich sie drehen wollen? Okay, wir kommen dem Rätsel näher. Mir fehlen noch ein paar Puzzleteile, anscheinend. Nehmen hier den Kanister. Nehmen hier den. Also, anscheinend wurde er, wenn ich das hier mal kombiniere, an den. Hier vorne festgebunden. Wohl gar nicht. Das würde keinen Sinn ergeben. Also, er muss hier irgendwo fixiert worden sein. Wie auch immer. Wurde hier, hier auf jeden Fall fixiert. Dann wurde der Zug über ihn drüber gejagt. Das hat ihm aber immer noch nicht den Gar ausgemacht. Dann hat jemand einen Stein genommen. Und einmal drauf gekloppt. Na gut, ich weiß nicht genau, ob einmal oder mehrmal, aber. Irgendwer anderes wird da auf jeden Fall seine Hand im Spiel gehabt haben müssen. Ich will eigentlich das lösen, aber. Wahrscheinlich habe ich irgendwas übersehen. Mir fällt es gerade nicht auf. Es ist ja dieser Beifahrereffekt teilweise. Dass mir Sachen nicht auffallen, die euch Zuschauern da vielleicht jetzt gerade schon aufgefallen sind. Also. Für mich passt das ziemlich gut zusammen, was passiert ist. Frage: Lässt mich das Spiel weiterlaufen? Darf ich weiterlaufen? Wie komme ich hier hin? Ah, hier komme ich hier dran vorbei. Okay. Diese dramatische Musik gefällt mir nicht. Ich möchte hier ungern weiterlaufen. Ich werde einfach mal in das Waldstück reingehen. Vielleicht, ja stimmt, vielleicht findet man im Waldstück was. Oh, bitte keine Fallen. Es macht auch nicht besser, dass ich die Aufnahme gerade zweimal sehe. So einmal im Aufnahmebildschirm unter mir, so unter meinem Hauptbildschirm, und einmal so. Ich habe das Gefühl, hier im Wald könnte auch noch irgendwas sein.
Ist die Frage, komme ich jetzt hier irgendwo hin, wo ich nicht hin soll? Oder komme ich zur Rätselslösung? Also noch sieht es so aus, als dürfte ich hier. Habe ich schon mal erwähnt, dass dieses Spiel wunderschön ist?